Hey Leute, willkommen zurück zur Arena of Valor. Wir sind heute mit dem Ratsguide, mit Baisarius. Grüß dich. Hey ho. Kennt ihr noch was, entweder vom letzten Guide-Video oder vom Wehrhasen-Ranked-Videos von früher? Haben wir mal zusammen gezockt. Er ist immer das Solo-Laner gewesen oder mit Rats halt unterwegs. Und ja, erste Frage zuerst diesmal. Welchen Skin? Den Schädelbrecher-Skin. Den man sich im Ranked verdienen kann. Ich hab nur vergessen, wo. Ich glaube im Platin irgendwo. Platin 3, meine ich. Okay. Platin 3 kriegt auf jeden Fall den Skin hier geschenkt. Also passt auf, welches Skin ihr kauft. So, wir fangen mal an mit der Passiv, mit Kampfgeist. Es ist halt einfach, seine zweite Auto-Attack, da geht er ein Stück nach vorne. Seine dritte Auto-Attack, also ist ein richtiger Dash, seine dritte Auto-Attack dann in Folge. Und die macht dann halt extra magischen Schaden. Die Passive, die mir ein bisschen zu schaffen macht, denn er ist halt ständig in Bewegung. Ich fand es so schwer, einen Turm anzugreifen mit ihm. Ja, er ist mir vorbeigehüpft. viel Übung. Die erste Fähigkeit, der Aufwärtshaken. Da dasht er halt nach vorne. Auch, okay. Also es ist schon ein kleiner Dash. Mhm. Und Stunt, also macht einen Knock-Up zum Gegner und macht dabei magischen Schaden. Also ist ziemlich simpel eigentlich. Richtig und viel es Schaden, ja? Macht halt es gibt die 25 Energie, das ist die Mana von Ratz halt. Ah ja, genau, Ratz hat ja keine Mana, sondern was Eigenes. Genau. Das werden wir dann in-game sehen, so ein eigener Balken. Oh, und die zweite Fähigkeit, Überladung. Das ist ein Feuer, ist also ein Skillshot, den ist ein Feuerball. Der ist und geil. Der macht halt ziemlich viel Damage. Oh. Ziemlich viel Damage. Hat einen sehr geringen Cooldown. Im Late Game mit Cooldown Reduction Items hat er einen 1,5 Sekunden Cooldown. Das ist dann so schnell, dass die Energie gar nicht mehr richtig wiederhergestellt wird. Es macht halt magischen Schaden. Dann reduziert er die Magie. Mhm. Bin ich gerade raus irgendwie. Die Bewegungsfähigkeit sehe ich gerade, ja. Verteidigung magisch, ja. Die Magieverteidigung. Jetzt sehe ich es gerade, wird reduziert, ja. Es reduziert die Magieverteidigung und Bewegungsfähigkeit, ja. Ja, und slowt die Gegner. Das war, also Ratz wurde mal genervt, das war viel krasser, da konntest du den Gegner komplett kiten, also der ist durchgehend mit dem Slow rumgerannt. Krass. Wenn du den Feuerball getroffen hast, da war noch die Slow-Zeit auf 2 Sekunden. Boah. Aber war nicht so ein krasser Slow. Krass. Also nicht da steht es, wie lange, ne, die Bewegungsgeschwindigkeit. Steht das da irgendwo? Ja, ist eine Sekunde, aber. Eine Sekunde? Okay. Steht leider nicht da mehr. Aber das ist oft nicht dabei, das zu zuschreiben. Das ist so komisch oft, die Zeiten. Auf jeden Fall der Feuerball, ja, den kann man hart spammen am Ende, das habe ich schon gesehen. Wir sind am Anfang schon 4 Sekunden nur Abklingzeit. Das ist eine krasse Fähigkeit. Und dann noch die Ulti Powerschlag. Es ist also die Ulti ist ein großer Dash. Mhm. Das ist einfach ein Dash nach vorne. Oder halt in die Richtung, wo man hin will. Mhm. Macht massiven Magieschaden. Und während halt die Gegner da drin sind, werden die halt gestunt und zurück. Also die gehen mit dir. Ah, also ist eher besser, du läufst um die Gegner rum, um mit der Ulti die Gegner in dein Team zu schubsen, sozusagen. Ja, dann kommen wir jetzt, das ist halt so eine Kombo. Also es gibt. Okay, dann erzähl mal die Kombo. Ja. Oder was ich noch vergessen zu sagen habe, nach jeder Fähigkeit macht Ratz noch einen Ausfallschritt, ist auch noch ein kleiner Dash. Ah, nice. Ist ein sehr dashlastiger Held. Sehr mobil hat es schon, ja. Oh ja. Ja, sehr mobil. Auf jeden Fall, es gibt halt 2 große Kombos. Mhm. Die eine ist halt im 1 gegen 1 und die andere ist halt so ein bisschen auf Support, um halt Gegner in dein Team reinzuschubsen. Okay. Halt die Nur-Damage-Kombo ist halt einfach ein Feuerball drauf, dann die Ulti auf den drauf halt einfach. Mhm. Also ein Feuerball, dann ein Ausfallschritt näher dran, dann die Ulti auf den Gegner drauf und dann noch mit der ersten den Gegner halt hochschlagen, dann wenn man will, noch ein Feuerball, falls er nicht schon tot ist. Ja, weil man gerade sagt, falls er das überlebt hat. Okay. Und die zweite Kombo ist halt ein Feuerball, dann den Aufwärtshaken und dann mit der Ulti die Gegner in dein Team reinschubsen. Okay, das will ich meinen. Also falls sie noch nicht tot sind, ne? Ja, falls sie noch nicht tot sind.
Und immer Leute zur Sicherheit einen Feuerball drauf. Er ist schon tot, egal, noch ein Feuerball drauf. Okay, also echt ein mobiler Held. Der Schwierigkeitsgrad ist auch sehr hoch, sieht man links unten. Das liegt wahrscheinlich daran, wie ich schon gesagt habe, ich komme schwer damit klar, dass er halt die ganze Zeit rumhampelt. Ne? Ich glaube, da braucht man wirklich viel Übung bei dem Helden. Und gesehen, ja, du hast ihn auf Legend schon, ne? Ja. Nice. Ist noch irgendwas zu den Fähigkeiten? Sonst gehen wir mal zur Ausrüstung. Nee, eigentlich nicht. Okay, dann gehen wir zur Ausrüstung. Sehr simpel. Ich baue... Das ist simpler an, als er ist. Okay. Leicht. Es klingt immer alles so einfach, ne? So, ich baue mal wieder dein Item-Bild nach. Erzähl mal. Also, man kann... Es gibt so 3 verschiedene Item-Builds. Ach du Kacke. Was findest du am besten einfach? Gibt es da so ein Bestes? Also, das Beste ist halt für sehr Erfahrene. Das ist halt, du spielst komplett ohne Kugel der Magier, ohne Phönix-Träne. Okay. Um halt nicht dein, um halt deine Power nicht zu stolen. Das ist halt direkt die Donnerkeule. Okay. Gibt halt schön viel Magie. Oh ja. AP, gibt schön viel AP und. Schöner Nebeneffekt, ja. Passiv ist auch gut. Ja. Dann brauchst du halt die Boots of Choice, also vergoldete oder Schallstiefel. Ja. Und Schallstiefel rein, ja. Vergoldete finde ich halt auf Ratz besser, weil wenn du halt wirklich gestunt wirst, bist du halt wirklich tot. Also ja, ist klar, bei dem, tot. Ja. Komplett tot. Auch bei dem Bild, da ist man, hat man nicht sehr viel Leben. Okay. Dann als drittes, das ist so ziemlich das Core-Item, ist die Hekates Krone. Ja, ist nice. Das synergiert sehr gut mit seinem Feuerball und mit der Donnerkeule. Oh ja. Das haut insane viel Damage raus. Insane viel Damage. Sieht so aus, jetzt schon, ne? Haut ein Feuerball, 1500 Schaden raus. Alle 2 Sekunden dann. Ja. Also mit Hekates Krone. Danach Reas Gabe. Und das ist, ist halt einfach Magierauch. Ja, ganz sonst immer 25% ist schon viel. Und Teil das Schild halt. Ist auch wichtig, ja. Verteidigung. Ja. Und halt noch den Cooldown Speed, damit der Feuerball noch schneller rauskommt. Dann kommt, wie heißt's auf Deutsch? Die Frage. Ich kann es nämlich auf Englisch nicht aussprechen. Ist das Item mit Folter. Mit der Passive, die Foltern heißt. Die Qual vielleicht? Ja, die Qual. Die Qual ist es. Okay. Gibt halt, ist auch noch ein Defensiv-Item. Ist so physisch, gesehen so ein bisschen wie Hafnir's mit seiner Passive. Mhm. Aber halt anders. Aber anders. Also in die Richtung, ja, also. Aber wieder mit Abklingzeitgeschwindigkeit, halt, ja. Ja, und Rüstung und es macht halt noch 4% von dem, von den Leben des gegnerischen Helden. Mhm. Noch dazu. Schon also. Alle 1,2 Sekunden. Das heißt, mit jedem Feuerball. Mit jedem Feuerball, ja, stimmt. Eieiei. Und das letzte? Und dann noch als letztes, wie immer, das Allerheiligste. War mir klar. Ich hab schon Finger drauf gehabt, das war klar. Das ja. Item für Magier. Einfach geil. Und das ist halt für Erfahrene. Das ist für sehr erfahren. Weil damit und was würdest du jetzt noch für Newbies, also für ganz neue noch empfehlen? Machen wir da auch noch eins. Würde ich Kugel der Magier machen. Moment, muss ich mir rauslöschen. So, Kugel der Magier, ja? Einfach damit man auch Leben dazu bekommt, damit man mehr tanky ist. Mhm, ein bisschen halt. Dann halt wieder die Boots of Choice, ja. Also für Gold oder Schallstiefel. Danach wieder die Donnerkeule. Donnerkeule später, diesmal? Okay, ja. Danach Reas Gabe. Reas Gabe, ja. Für Lebensraum wieder, ja. Was? Danach Hekates. Danach Hekate, okay. Und als letztes halt Allerheiligstes oder halt noch ein Death-Item. Kommt drauf an. Ah, okay. Wir nehmen das Allerheiligste. Okay. Das ist für Anfänger, das heißt, das rüste ich aus. So. Und ich sehe schon, ja, bei dem Pro-Bild, da ist halt wirklich Damage rein da, ne? Aber mit hohem Risiko. Ja. Und dann gibt's halt noch ein Bild, das ist halt so für Leute, die gerade schon etwas besser können. Ist halt einfach. Ist das gleiche wie das erste Bild. Ja. Nur halt, du brauchst als erstes die Phönix-Träne, danach Schuhe, danach Donnerkeule, danach direkt Hekates. Ah, das, ja. Und danach erst Reas und danach Allerheiligste. Also du tauschst das eine Item da aus. Das ging das, wenn du ein bisschen erfahrener bist, tauscht mal das hin und her. Okay. Ja, weil
wenn du erfahren mit Ratz bist, dann kannst du ziemlich viel dodgen. Sogar kannst du mit her, ja. Du kannst so viel ausweichen bei den Fähigkeiten. Das klingt wirklich so, ja. Also man muss auf viel ausweichen, sonst ist man tot. Ja, das ist ein Magierproblem sowieso, ja. Jetzt kommt die nächste wichtige Frage. Welche Arcana? Also. Die. Ja. Die Arcana mit Ability, also in den roten Arcana ist Ability Power und den magischen Durchschlag. Das Stop Red. Da ja. Schändung, ja. Fähigkeitsstärke ein bisschen mehr, also ein bisschen viel mehr. Und magischer Durchschlag, ja. Dann in der Mitte ist Fähigkeitsstärke und magischen Lifestyle. Ja, links Blut, Magie, habe ich auch nur einmal. Voll geiles Item, ja. Und dann ganz. Grün, ja. Ich hab meine Arcana für Mages noch nicht vollständig. Was würdest du denn reintun? Sag einfach, was du reintun würdest. Ja, ich würde. Wutrausch vielleicht? Aber. Attack Speed und magischen Pierce reinmachen. Also Wutrausch, ja. Meine ich ja gerade, ja. Wutrausch, ja. Ist auch geil, ja. Den magischen Durchschlag. Also sehr viel magischen Durchschlag. Wieder mal. Bloß auf der roten Seite sehr viel Fähigkeitsstärke. Das haut schon rein. Das haut schon rein. Das haut rein. Ja, das haut echt rein. Okay, aber das der Arcana ist 3000 Damage ist schon. Oh ja. Wir werden es auch gleich sehen. Wir spielen natürlich wieder 3 gegen 3 mit Ratz gleich. Also er spielt Ratz. Ich bin mit den anderen Helden unterwegs. Wir spielen immer 3 gegen 3 in den Guide-Videos. Warum? Weil man nur dort sehen kann, was macht der Spieler. Weil im 5 gegen 5, wenn ich zum Beispiel mit dem Schützen auf der Botlane bin, werde ich niemals euch zeigen können, was macht der Jungler im Jungle oder was macht der Solo-Laner auf der Top-Lane. Und deswegen spielen wir immer in Guides wieder im 3 gegen 3, auch wenn gewisse Helden, so wie Ryoma, jetzt nicht die geilsten sind im 3 gegen 3, muss ich sie euch trotzdem dort zeigen, damit ihr die Fähigkeiten seht und Kombos und bla bla bla. Geht leider nicht anders. Müssen wir so machen. Und ja, hast du noch was zu sagen zu Ratz oder sehen wir uns gleich im 3 gegen 3? Ja, also Ratz ist halt ein Poker, also vor einem Teamfight sollte man immer viel poken. Okay, also immer kleine. Also sonst erklär mal poken für die Leute, ne? Also das bedeutet halt, dass man so immer so zwischendurch halt immer so ein kleines bisschen an Damage macht. Genau, also immer zwischendurch einen Feuerball draufhauen oder ein bisschen sowas. Einfach nur ein bisschen Chip-Damage kann man auch sagen. So ein kleines Damage, den die ganze Zeit draufknallen. Also halt nicht direkt komplett. Nee. So von weiter weg, was ich oft mache mit Ananas, dass ich einfach mal 2-3 Schüsse auf den Gegner knallt. Einfach immer schön langsam das Leben reduzieren vom Gegner. Das macht einen zu schaffen auf Dauer. Ja. So, da sind wir nun in 3 gegen 3 und was ich euch zuerst mal schnell zeigen, weil davon hast du vergessen. Habt ihr gerade gesehen, den weißen Balken, der bei ihm sich auflädt? Das ist die Energie, von der wir vorher gesprochen haben. Und gehen gerade hart auf die Mütze. Sehr schön. War das gerade die Passive dieser Haken? Was ich weiß, nee, jetzt gerade war. Warte, ich kann die Passive mal zeigen. Guck mal, das ist hier die erste Auto-Attack, nee. Zweite Auto-Attack. Dritte, okay. Ah, das Vorstürmen war das, okay. Das also du hast gerade den Aufwärtshaken gemacht, das Minion, okay. Das ist der Aufwärtshaken. Ah, okay. Und das hier ist der Feuerball. Den werden wir noch sehr oft sehen. Sehr, sehr oft. Das Problem ist leider, dagegen hat auch ein Ratz, wenn ich das richtig sehe. Ja, der kann nichts. Der hat keine Erfahrung. Der kann nix. Und er baut das, ich sag jetzt mal, Noob-Bild. Ja, das Bild haben wir gerade durchbesprochen. Ah, ich kann mich ran. Schade. Ah, was mich leider nervt, ist dieser Johann. Ich kann Johanns schon nicht mehr leiden. Komm ich weg. Nee, komm ich weg. Aufwärtshaken, sehr schön. Ulti von Johann. So, Johann ist so ein. Oh, nerven sie. Ich hab mich endlich damit abgefunden, dass mir Violet nicht mehr im Sack geht. Jetzt geht mir Johann auf die Eier. Aber ja. Die Ulti hast du noch nicht gesehen von dir, ne? Ne, haben wir nicht, ne? Doch. Haben wir schon? Also. Oh, nicht gesehen. Hab grad den Ratz damit getötet. Ah, doch, da war das. Okay, da hab ich's gesehen. Nein, ich kann mich ran. Oh, das war echt zu gierig. Ja, sehr schön. Aufwärtshaken. Eieiei. Ui. Alter. Bam, bam. Feuerball. Ich spiel's immer rein. Nein. Oh, da hat sich genau gehakt. Ja, ja, er hat gut mit dem Busch gearbeitet. Ich hätte halt nicht den Busch auf meiner Seite. Ja, ja, stimmt. Also den Busch darf man auch nicht unterschätzen. Man kann halt den Gegner nicht mehr anzielen. Und mein Feuerball war auf Cooldown, das wäre jetzt nicht so das Beste. Oh, ohne Feuerball. Oh. Ja, also kann ich den Ratz erwischen gerade? Ich versuche gerade. Nein, das ist ja noch 4 Sekunden, also ist man gar nicht gewöhnt, so 4 Sekunden. Cooldown. Ja, 4 Sekunden ist schon gerade verlangt.
Sekunden ist viel zu lange, sollte gebufft werden. Für jeden Fall braucht Ratzenbuff, natürlich. Und Joanna auch gleich nochmal. So. Sehr schön. Da sieht man rumspringen. Eieiei, wie der Ratz rumspringt. Voll schwer dir zu folgen. Ich muss mir das Video nochmal angucken. War das gerade ein Feuerball? Ja. Also, ich mache das alles inzwischen sogar automatisch. Ja, das ist ja oft das Problem. Dass man einfach Sachen einfach immer macht. Und dann ist es auch schwer, Dinge zu erklären. Ich mach's halt einfach, ne? Er macht's halt einfach, ne? Das ist so wie, wie heißt das so schön? Wenn man zu viel zockt, dann hat man auch sein Muskelgedächtnis, genau, Muskelgedächtnis. Eieiei, wie du da reinspringst und rumschubst! Oh Gott! Ich liebe Rad. Der Baby Feuerball! Nein, du hast die Feuer gemacht! Nice! Also man konnte gerade auch Donnerkeule sehen. Der hatte halt für so 0,5 Sekunden noch so ein Fitzelchen Leben und dann ist es abgezogen. Stimmt. Ich war gerade so sehr begeistert vom Feuerball. Hey, wieso habe ich jetzt die Agro? Wie habe ich jetzt bitte Jörn getroffen? Oh Gott, ich habe noch ein Leben sozusagen. Fragst du mich was? Oh, jetzt ist er. Ich sollte nicht. Sollten wir zurückgehen? Ja, ne? Zurück. Ja, aber ein bisschen zurückgehen. Mit dem Jungle Rope. Mir die Schuhe holen. Warum zum Beispiel auch Ratz den Blue Buff gebrauchen kann, ist die Cooldown Reduction. Darf man nicht vergessen vom Blue Buff. Ja, deswegen hast du ihn auch genommen, ne? Ja. Das war keine Absicht. Ich habe gerade zu viel gequatscht. Man darf nicht mehr so viel quatschen. Ich bin der Busch. Ich habe hier gemietet. Leon macht schon Damage. Oh ja. So. Kriegst du auch? Jetzt kann ich einfach YOLO reingehen. Ja. YOLO rein! Und die Bäm, ab geht's! Das war ein Teamkill. Ja. Das war nice. Ja. Das war nice. Das war sehr erfolgreich, ja? Ja, eine Ulti rein, alle Tokio. Ja. Krasser Scheiß. Ich bin echt begeistert von dieses Feuerbälle die ganze Zeit. Ihr seht leider gerade nicht so das Late Game. Aber ich habe schon mal oft bei Basarius gesehen, wie das abgeht. Die ganze Zeit fliegen halt die Feuerbälle und die machen so Damage. Ja. Also, wenn ihr Ratz hart übt, habt ihr so einen geilen Midlaner. Und MVP, nice. Easy. Easy game, easy win. Ja. Müsst ihr immer den Chat spammen, easy win. Wirklich, wirklich nice. 5 Kills, ich hatte das Corona drin. Ja, sieht aber echt auch, wenn man ein Bild so ansieht, jetzt nach dem Game, sehr mutig aus. Sagen wir es mal so. Sehr mutig. 46% Damage, nice. Man kann es auch mutig bauen, indem man direkt nach Hekat das Allerheiligste baut. Ah, so wie ich bei China an dritter Stelle einfach Allerheiligste baue. Ja, und dann macht halt so ein Feuerball wirklich Half-Life. Ja, voll geil. Es ist sehr provokant, aber es ist geil. Ja. Oft muss man mal die Gegner zeigen, wo ihr Plätzchen ist. Aber nice, ja, bei Saris. Nice, nice. Ratz ist echt cool. Wie gesagt, ich habe schon oft versucht zu spielen. Oh, ich finde halt so schwer, wenn ich rumgespringe. Da muss man echt klar damit kommen. Das muss man mögen, aber war nicht Ratz auch ein Gratis-Held? Mich alles täuscht? Ja, ich meine schon. Ich glaube, er war gratis. Ich bin mir leider auch nicht sicher, das ist alles so ein ewig her, wir spielen schon seit August. Ich glaube, er war gratis. Also, wenn ihr den gratis habt, zockt ihn mal aus, probiert ihn aus. Auch im 3 gegen 3, das geht auch schnell. Ihr seht, 4 Minuten haben wir gerade gebraucht für das Match. Ihr könnt auch in 2 Minuten das Spiel beenden. Also, ihr könnt Ratz hier ein bisschen rumüben. Nehmt aber das erste Bild, das wir euch empfehlt haben, das leichtere mit der Kugel am Anfang. Und ja, wir wünschen mal viel Spaß mit Ratz, Leute. Danke, Herr Basarius, fürs viele Erklären. Kein Ding. Ich guck mal kurz. Wie gesagt, den Skin hier, der so cool aussieht, kriegt man im Ranked. Kauft ihn nicht, ihr kriegt ihn im Ranked, im Platin. Und ich habe ihn leider damals gekauft. Ich habe mir auch den Wukong-Skin gekauft und könnte ihn jetzt in einer Stufe höher kriegen. Das ist halt nervig. Aber ich habe ihn im Mystery Shop gekauft. Also ich habe auch Wukong-Bille gekauft. Ja. Immerhin, wir waren nicht ganz doof. Der ist auch nicht teuer, also. Nee. Also der Wukong-Skin ist teuer. Der war teuer. Der Ratzkin nicht. Der Ratzkin sieht aber echt geil aus, also auf jeden Fall wert. Ich finde ihn cool. Ich finde auf jeden Fall cool. Aber er hat leider nicht so heroisch oder so da dran stehen. Ja, das ist ein ganz normaler Skin, sagen wir so. Hoffen wir mal, in Zukunft kriegt er noch einen geileren Skin dazu. Und dann, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt gerne auch eure Meinung zu Ratz in die Kommentare. Falls ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt, haut's mal unten rein. Könnt auch gerne schreiben, ob ihr ihn gern spielt, viel spielt und so weiter. Und ja, wenn ihr nichts verpassen will, lasst auf jeden Fall ein Abo da.
und schaut auch gerne bei den anderen Guide-Videos vorbei, bei den Ranked-Videos und bei den ganz normalen Videos, die wir jetzt auch in letzter Zeit oft machen. Und ja, Leute, sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao. Tschüss.